Liebe Schwestern und Brüder, gibt es eigentlich in Ihrem Denken und Fühlen einen Sehnsuchtsort? Einen Ort, wo Sie den Himmel auf Erden gefunden haben? Gibt es einen Platz, wo Sie sich so richtig wohlfühlen und wo Ihre Gedanken und Ihre Sehnsucht hinwandern, wenn das Leben und der Alltag wieder einmal in trostloses Grau getaucht werden? In unserem Bistum waren die Pfarreien und Gemeinden, aber auch jede und jeder Einzelne aufgerufen, sich auf die Suche nach Segensorten zu begeben. Ja, eben solchen Sehnsuchtsorten, um dann eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, sogar einzelne Gemeinden schrieben ihre Segens- und Sehnsuchtsorte auf und versahen sie mit einer kurzen Erklärung, weshalb dieser Ort für sie so bedeutsam ist. Da konnte man zum Beispiel lesen, die Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen, die Bücherei vor Ort, das Ausflugsziel mit dem Vater, kurz bevor dieser starb. Oder mein kleiner Garten. Oder der Strandkorb am Meer. Wahrscheinlich könnten die allermeisten von uns hier auch sehr lebendig von ihrem Sehnsuchtsort erzählen. Und sie wären dabei vielleicht ein wenig verträumt oder auch ganz melancholisch. Ja, und denken wir nur an die unzähligen Menschen auf der Flucht, Menschen im Aufbruch, die doch auch einen Ort ihrer Sehnsucht finden wollen. Sie suchen einen friedlichen Ort, wo man zur Ruhe kommt und wo das Leben schön sein kann. Maria von Magdala und die anderen Frauen machten sich früh morgens auf dem Weg zum Grab. Kann denn auch ein Grab ein Ort der Sehnsucht sein? Wohl kaum. Oder vielleicht doch. War es die Sehnsucht, dem geliebten Menschen noch einmal ganz nah zu sein, die sie in aller Frühe, als eben die Sonne aufging, zum Grab führte? Wollten sie an der Grabkammer noch einmal eintauchen in das Gefühl der besonderen Verbundenheit mit Jesus, ihrem Freund, ihrer nun begrabenen Hoffnung? Und außerdem, wo sollte ihre Trauer und ihr Schmerz, ihre Tränen und auch ihre Klage einen Platz finden, wenn nicht dort, wo sie ihren Meister begraben hatten? Und so kamen sie zum Grab und sahen, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Wir alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, wie die Geschichte weitergeht. Das Grab ist leer. Es wird zum Zeichen der Osterbotschaft. Jesus lebt, das Leben hat den Tod besiegt. Jesus, der von den Toten auferweckte, wird sich den Seinen zeigen. Doch am liebsten würden sie ihn festhalten. Doch Jesus orientiert sich himmelwärts. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott, so wird er ihnen sagen. Und lange Zeit war damit den Menschen klar, dass der Himmel unser eigentlicher Sehnsuchtsort sei. Gott erweckt zum himmlischen Leben. Nun tun wir naturwissenschaftlich aufgeklärten Menschen uns schwer mit dem Himmel als Sehnsuchtsort. Wo soll das denn sein? Haben wir den Himmel als echten Sehnsuchtsort nicht längst verloren? Müssen wir uns nicht längst damit abfinden, dass in unserer von Rationalitäten dominierten Welt für solch einen Glauben kein Platz mehr ist? Doch wohin mit den alten Sehnsüchten, für die der Himmel einst stand? Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit
und einem Leben ohne Leid und Tod. Die Sehnsucht nach einem bleibenden Zuhause, einem Ort, wo alle Tränen abgewischt werden. Die Sehnsucht nach einer Liebe, die stärker ist als der Tod und die das Leben in Fülle verspricht. Und mal ehrlich, liebe Schwestern und Brüder, sind wir ohne die Himmelshoffnung nicht wie Pilger ohne Ziel und wie Reisende ohne Hoffnung auf Ankunft? Wenn wir uns den Himmel allerdings nur als eine himmlische Immobilie vorstellen, in die es über kurz oder lang gilt einzuziehen, dann ist dies eine sehr begrenzte Vorstellung vom Himmel als Sehnsuchtsort, als Segensort. Schon Jesus antwortet auf die Frage, wann kommt das Himmelreich, mit der Antwort: Es ist jetzt schon mitten unter euch. Er will damit wohl sagen, dass der Himmel in den irdischen Verhältnissen Raum greifen kann. Immer dann, wenn Glaube, Hoffnung und Liebe das Leben und Handeln eines Menschen bestimmen. Der Himmel ist weniger ein Ort über den Wolken, als vielmehr ein Geschehen, wenn Gott wirklich, vor allem existenziell, ins Spiel kommt. Wir kommen nicht in den Himmel, sondern wir können Himmel sein. Wir Menschen mit Gott. Der Himmel ist so gesehen ein Geschenk von Gottes Nähe und seiner Gegenwart. Vorerst aber eher verborgen und eine Bewegung von Suchend und Annäherung. Der Dichter Angelus Silesius hat dies treffend ausgedrückt, wenn er schreibt: Den Himmel wünsch ich mir, lieb aber auch die Erden, denn auf derselbigen kann ich Gott näher werden. Dass Sie, liebe Schwestern und Brüder, Gott näher werden, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Möge die Osterbotschaft Ihnen dabei helfen. Jesus lebt, er ist wirklich auferstanden. Gott sei Dank.